So, und weiter geht's. Da bin ich wieder zurück. Wir sind natürlich hier bei unserem Osman-Let's Play gut dabei gewesen in letzter Zeit. Wir haben den Krieg gegen die Erzfeinde, gegen unsere Erzfeinde aus Österreich-Ungarn wieder aufgenommen und haben gleich mal einen dicken Erfolg gelandet oder gleich zwei. Wir haben Belgrad zunächst verteidigt in einer, ja, durchaus anstrengenden Schlacht und dann haben wir Kroatien erobert gehabt. Das alles ist teilweise schon ein bisschen her. Wobei die Eroberung Kroatiens natürlich jetzt im letzten Part erst erfolgt ist, gar keine Frage, das ist klar. Hier bewacht unsere Marine die gegnerischen Häfen und Österreich hat jetzt ja noch vier Provinzen, davon die beiden, die ganz nah dran sind, Ungarn und Österreich, die wir erobern müssen, die auch die Hauptprovinzen darstellen, wobei Bayern und Böhmen und Mähren natürlich auch mächtig sind und reich vor allem auch. Ich denke, das kann man unter Umständen den Österreichern überlassen. Vielleicht holen sie es ja auch die Preußen, all das ist nicht ausgeschlossen. Hier seht ihr noch genau, ja, Ungarn ist ein großes Territorium, da müssen wir noch hin, auch Österreich und natürlich auch Venedig. Also hier im Norden haben wir noch einiges zu erobern. Wir haben erst die beiden polnischen Provinzen, Polen und Galizien und Podolien. Und Osten und Westen haben wir auch noch gut was. Also sechs Provinzen müssen wir noch holen, neun insgesamt. Wir haben noch gut was zu tun, aber wir haben noch reichlich Zeit, noch 60 oder 61 Jahre sogar. Hier in Rumelien ist die Stimmung gut. Das kann man nicht bestreiten. Und dank unserer Reformen im Bereich Religion, die für das Osmanische Reich ganz, ganz wichtig sind, weil wir ganz viel Orthodoxismus und andere lustige Geschichten hier haben, wird die religiöse Unruhe flächendeckend massiv abnehmen in nächster Zeit, gerade auch in unseren gerade eroberten Grenzprovinzen. Das wird uns sehr stark helfen, aber auch hier in Ägypten zum Beispiel kommt noch ein Pünktchen weg. Also das ist alles sehr gut. Und auch die Uni in Ägypten wird dann die nächste sein, die wir sicherlich streichen irgendwann. Die in Podgorica in Bosnien haben wir schon gestrichen und die in Luxor, die wird sicherlich, nachdem sie das erforscht hat, vielleicht auch schon weggestrichen werden. Mal sehen. So viele Technologien haben wir nicht mehr zu erforschen. Und diejenigen, die wir haben, sind doch eigentlich eher unwichtig. Oder sind auch, ja, Sachen, die man relativ gut auch mit zwei Unis noch erforschen kann. Da muss man nicht parallel mit vier oder mit drei Unis weitermachen. Wir sind im Forschungsbereich so stark und unser Prestige ist, ja, unangefochten auf Nummer 1. Gerade eben im Bereich Aufklärung und Wirtschaft sind wir praktisch unangefochten. Im Militärbereich sind wir im Mittelfeld und im Seebereich sogar im unteren Mittelfeld. Aber in Wirtschaft und Aufklärung, da seht ihr, dass wir deutlich vorne sind. Gut, ich laber mich nicht fest. Ich lasse direkt weitergehen, die nächste Runde beginnen. Und wir wollen uns mal ansehen, was unsere lieben Kollegen so treiben, die mit uns um Weltruhm streiten. Die Österreicher kommen an. Sie wollen nach Warschau, nehme ich an. Ja, das wollen sie. Oha, oha. Pass mal auf. Ich speichere das mal ganz kurz. Oder da ist ja. Ja, ich mache jetzt mal ganz kurz. Einmal speichern. Und, ich versuche es automatisch. Und wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich nochmal kurz in die Schlacht. Aber die Schlacht um Warschau hatten wir im Prinzip schon. Ja, Sieg hat geklappt. Okay. Und wir haben auch deutlich mehr Feinde getötet. Also, wir haben geringe Verluste. Vor allem die Artillerie hat kaum was verloren. Und wir haben doppelt so viele Feinde getötet, wie wir verloren haben. Bei ihm bleibt nur noch ein Viertel der Truppe übrig. Sehr gut. Und ich wollte die Truppen in Polen ja eh bald reduzieren und zusammenlegen. Das kommt mir also recht zu Pass sogar, dass wir jetzt sogar Geld sparen durch einen geringeren Unterhalt. Also die haben einiges gekillt, unsere Truppen. Und die Österreicher konnten wir somit zurückschlagen. Tschüssi. Ja, das war jetzt unspektakulär. Aber es war nötig. Und ich glaube, dass Schweden gerade West Preußen erobert hat oder hat das die ganze Zeit schon gehalten? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, in Westpreußen, das ist so eine Sache, da waren die Polen mal, da waren die Preußen auch schon mal und die Schweden. Ist auch so eine Provinz, die hin und her geht. Und auch Ostpreußen, da sitzen die Polen, aber machen auch komische Dinge. Die Polen sitzen jetzt nur noch in Ostpreußen und Litauen. Das steht fest. Haben also deutlich eingebüßt und täten gut daran, zumindest mit uns, den Frieden zu halten. Ich habe kein Interesse mehr, die anzugreifen. Ich brauche hier im Norden nicht mehr viel und will mich auch nicht mit den Schweden unnötigerweise anlegen, die diese Provinzen teilweise halten müssen oder wollen. Und dann, das Bündnis ist ja schon gebrochen worden mit ihnen. Wie gesagt, ich möchte keine weitere Beziehungsverschlechterung mit Schweden auf mich nehmen. So, also, erstmal Polen. Ja, die Österreicher sind jetzt unter ferner Liefen irgendwo gelandet. Auf jeden Fall raus aus unserem schönen Polen. Und wir können mal die ersten Truppen zusammenlegen. Ich versuche mal mit der Artillerie zunächst die zusammenzulegen. So, dann Infanterie, die legen wir auch noch zusammen und den Rest streichen wir. Die Beileague-Einheiten, die haben ja reichlich Zufriedenheit. 8 und 7, Donnerwetter, da haben wir wirklich nicht viel zu befürchten. Den anderen Kram ziehen wir auch zusammen und löschen wir. Genauso wie die und die. So, dann haben wir noch
Die löschen wir auch. Und die Mamelucken, da ziehen wir die zusammen und den Rest links. Den restlichen Kram, den wir jetzt noch haben, rüsten wir auf. So. Gut, und wir haben reichlich Geld. Oh, 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 24.000 Profit, Donnerwetter. Und das mit dem Osmanischen Reich, das ist jetzt echt geil. Also hier zahlt sich das wirklich aus, die Steuereinnahmen. Es zahlt sich wirklich aus, und das kann ich euch nur raten, wenn ihr die Osmanen spielt, investiert schon früh in die Landwirtschaftsforschung. Das Städtewachstum ist so unglaublich, und wir haben so viele Städte wie kein anderer Staat. Und auch in den Provinzen, die man üblicherweise schnell erobern kann, Georgien zum Beispiel, Aserbaidschan, ganz, ganz wichtig, und natürlich die polnischen und österreichischen Provinzen, gibt es noch reichlich Städte und Dörfer, die sich entwickeln können. Also macht das. Investiert in Landwirtschaft, die Steuereinnahmen sind immer noch größer als die Handelseinnahmen bei uns. Es gibt nur ganz wenige Völker, bei denen das zu diesen fortgeschrittenen Zeiten gespielt so ist. Also fast alle anderen, vor allem solche handelslastigen Nationen wie Holland, Frankreich, Großbritannien und Spanien, haben eigentlich in der Regel deutlich mehr Abhängigkeit vom Handel. Wir haben natürlich auch eine große Abhängigkeit mit 19.000 Einnahmen, aber Steuereinnahmen sind, wie gesagt, noch 10% höher ungefähr. Und gerade so Routen wie die nach Schweden oder zu den Emiraten, die bringen halt wirklich Beträge, wie man sie sonst nur, ja, eigentlich wie man sie kaum kennt. Ne? Wir haben jetzt beim Handel die Stoßszene, da sind wir sehr gut dabei. Baumwolle sind wir der beherrschende Produzent zurzeit, weil in Indien wird zwar auch viel Baumwolle produziert und in Nordamerika theoretisch auch, aber die ganzen Konflikte und die ständigen blockierten Häfen verhindern den Export und treiben den Preis durch die Verknappung nach oben. Das ist sehr praktisch für uns. Hier sind die Cherokee gerade am Absterben, die Georgia und das Territorium haben sie schon verloren, und das Kentucky-Territorium werden sie sicherlich auch verlieren. An die Briten. Gut, aber es soll uns relativ egal sein. Rumelien, da wurden Truppen ausgebildet, wie schön. Ja. Die Flotte, die ziehen wir mal, keine Ahnung mehr, ins Mittelmeer. Wir könnten vielleicht mal diese Gibraltar-Passage, dachte ich mir, zuschließen, um mögliche fiese Angriffe zu verhindern von irgendwelchen Völkern. Ich weiß nicht, die Briten oder so. Die Franzosen. Ach guck, Großbritannien hat schon wieder irgendwelche Flotten hier. Aber gut, das haben sie ja sowieso immer. Also man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen. Die Briten sind uns natürlich noch feindlich gesonnen, gar keine Frage. Auch wenn wir zurzeit nicht mit ihnen im Krieg sind, mögen sie uns nicht. Das ist klar. Aber ansonsten sind wir wirklich beliebt. Ja, wir sind beliebt, das kann man so sagen. Vor allem bei unseren Freunden in Indien und in Persien, wobei Persien natürlich bald vernichtet werden wird. Und ich denke, ich mache das tatsächlich so, ich werde hier Truppen reinstellen und dann unmittelbar einen Überfall starten. Also ich werde hier eine Truppe hinstellen, nach Baluchistan, und eine direkt vor Esfahan, und dann machen wir das in einer Runde, zack, zack, paff, paff. Und genau den Schachzug, wo ich gerade dabei bin, den bereite ich jetzt auch mal vor. Ich baue noch hier die Artillerieakademie, wobei das brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Bis das fertig ist, sind wir längst durch mit der Nummer. Ich baue jetzt Nizam-Ejidit-Einheiten, machen wir das lieber so. Und, auch ein General. Ich rekrutiere mal tatsächlich einen auf diese Art und Weise. Ist das hier? Genau. Leibwache des Generals. Der ist nicht nur günstiger. Gut, das ist nicht der Hauptgrund bei unserem ganzen Geld. Aber die sind meistens besser. Das habe ich erfahren jetzt. Und dann will ich das auch umsetzen. Syrien, das ist alles klar. Und gut, schauen wir mal, was gebaut wurde. Burgas, der Hafen in Bulgarien, dient nicht so sehr dem Handel, sondern eher dem Städtewohlstandswachstum und dem, ja, Wohlstand als solchen. Das ist sehr begrüßenswert, dass das Ding fertig geworden ist. In Polen, eine Militärakademie, auch kein schlechtes Dings, und ich denke, wir könnten hier darüber nachdenken, solche Dinge auch zu bauen jetzt, aber das ist zurzeit noch nicht ganz so wichtig vielleicht. Was wir wirklich machen könnten, ist in Rumelien die hohe Pforte bauen. Die ist wichtig für noch einen weiteren Repressionspunkt, auch ein bisschen mehr Steuereinnahmen, und das kann man hier wirklich auch langfristig gebrauchen, weil die Universität hier halt, ich denke, bis zum Rest des Spiels auch stehen wird. Das heißt, wir brauchen die schlichtweg. Das ist ganz wichtig. So. Auch hier bei den Osmanen könnte man sich überlegen, die Dinger zu bauen. Die Großgrundbesitze. Nicht wegen dem Geld, nicht wegen dem Wachstum, sondern weil dann die Unterklassezufriedenheit besser wird, weil der Industriemalus wegfällt. Das könnte man sich ernsthaft überlegen. Vielleicht Konya das erforschen zu lassen. Die sind ja relativ schnell bei solchen Sachen. Dann würde man zwei Zufriedenheitspünktchen sich hier sparen. Also, Unzufriedenheitspünktchen sich sparen natürlich. Und eine Gouverneursresidenz in Palästina. Machen wir gleich die Bahila da drauf. Die ist ja auch sehr, sehr gut. So. Dann wurde ein Krieg erklärt. Schweden und Holland sind im Krieg. Ja, es ist immer gut, wenn die abgelenkt sind. Dann haben die nicht so viel Energie für uns. Hier baue ich jetzt die wasserbetriebene Textilfabrik. Und hier baue ich auch eine Eisenschmiede in Podolien. Die bringt auch ordentlich Holz. Und ach, apropos Holz. Das Sägewerk wird auch aufgerüstet. Bringt zwar nur 100 mehr, aber ich finde das irgendwie cool, dieses Sägewerk. Und das Geld haben wir ja. So. Ja, das bringt's echt, ne? Also der Vergleich ist schon deutlich besser. Schön.
Und das Prestige steigt natürlich auch. So. Die Franzosen haben sich aus Kroatien zurückgezogen mit den Priestern. Das heißt, die Bekehrung läuft mit 5% jetzt sehr schnell. Das finde ich auch gut so. Wir haben zwei gute Priester hier drin. Da muss es auch fix gehen. Und die Bevölkerung ist mit 1 Million recht überschaubar. Osijek in 5 Runden die nächste Stadt. Da denke ich, werden wir etwas hinbauen, womit man Geld verdienen kann. Gut. So. Klausenburg. Hier ist auch ein lustiges Kuddelmuddel an Truppen. Ich rüste weiterhin unsere Streitmacht um. Wir haben bald die Möglichkeit, in der Heeresakademie die Nidsam EGD-Schützen zu bauen, wobei wir dann erstmal noch diese blöde Technologie brauchen, ne? Das ist klar. Die maschinengefertigten Züge müssen dann erforscht werden. Das wird noch ein Akt. Gut. In Rumelien bauen wir nach wie vor Truppen. Und, können wir uns leisten, die anderen abzuziehen? Ja, können wir uns leisten. Gut. Ihr kommt nach wohin? Nach Serbien oder nach Siebenbürgen? Also Serbien ist eine sehr starke Armee. Ich glaube, ich ziehe die nach Serbien, um diese Armee hier dann zu benutzen für den Angriff auf Ungarn. In Siebenbürgen soll die Armee einfach nur halten. Und deswegen werde ich die auch nicht mehr verstärken. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Also wir lassen die Armee in Serbien so, wie sie ist. Entschuldigung, in Siebenbürgen so, wie sie ist. Soll sich verstärken lassen. Nur dann, wenn sie angegriffen wird. Und die hier wird massiv aufgerüstet. Das ist eine gute Idee. Und hier kommen bald noch ein paar Kanonen hin, dachte ich mir. Weil die Kanonen, die kann man auch hier in die Ecke in Klausenburg natürlich ausbilden. Auch die 24 Pfünder. Ach, guck. Ich bild mal so ein 24 Pfünder-Dingens aus. Ist ja sehr günstig. Vielleicht kann man die ja mal in der Schlacht einsetzen. Und dann nehmen wir nächste Runde noch, wenn wir wieder Geld haben, noch eine Kanone dazu. Und hier in Bosnien bleibt das so, wie es ist. Und in Kroatien haben wir eine überwiegend modernisierte Truppe, wobei diese Janitscharen jetzt hier nicht mehr ganz so wichtig sind. Das sind die Österreicher, ja, die wollen sicherlich in den Hafen. Die österreichischen Truppen hier sind wirklich schwach, dafür, dass hier die Hauptstadt ist. Dann nehme ich die jetzt mal hier raus. So, komm, das brauchen wir nicht. Und, Delhi-Reiterei, gut, wenn wir sie haben, lassen wir sie auch da. Und wie gesagt, die Haiduckenfreischärler und die leichte Infanterie, denn dieser Mitschidit bleibt so lange, bis wir die richtig guten Infanteristen haben. Die Sipahis sind unsere schwere Lanzenreiterkavallerie. Und natürlich das Maß der Dinger ist aber die Infanterie, die Nizam Ichidit. Ne? Die sind. Das ist unser größter Trumpf. Und, ja. Ich guck nochmal, ob sie irgendwas bei den Handelsplätzen getan hat. Manchmal ziehen die ja auch was ab. Das soll es ja ab und zu geben. Spanien, Frankreich, was war das hier? Ich glaube, beide Spanien, ne? Ja, also die Spanier sind stark und die Franzosen. Hier haben wir Großbritannien und nochmal Spanien, Herr Donnerwetter. Und da sitzen, glaube ich, die Maraten. Glaube ich, wenn ich nicht irre. Gut, Großbritannien, Spanien. Ja. Gut. So, noch irgendwas? Minister. Marineminister, Ladenbesitzer und Dickkopf. Ja. Ist natürlich geil hier, aber hat, wie gesagt, ein Malus bei der Unterklassezufriedenheit und so wichtig ist die Marine ja nun auch nicht. Mit unseren paar Schiffen, wenn das Dingsbums fertig ist, die fortschrittliche Marinearchitektur, sinken erstmal die Rekrutierungskosten, das ist das Unwichtigere. Das Wichtigere ist das Trockendock, was wir dann bauen können. Das werden wir dann auch bauen, das haben wir ja in 8 Runden, diese Forschung. Und dann wird es dementsprechend da in dem Bereich auch vorangehen. Don Viosco, hier halten wir unsere Streitmacht so, wie wir sie jetzt haben. Eine eher ja, Streitmacht ist Midgame, wenn man so will, mit Beiliegeinheiten, die immer noch ordentlich sind. Artillerie, Delhi-Reiterei. Die Hügelmänner, die kurdischen, sind sehr, sehr gut. Auch im späten Spiel noch sehr gut einsetzbar. Und die Janitscharen, gut, die haben uns im frühen Spiel ja, gute Dienste geleistet, auch noch im mittleren. Aber jetzt ist halt so, das Tönenbayonett, das ist dann doch wirklich ein bisschen zu stark. Und beim Anmarsch verlieren sie auch noch ein paar Truppen durch die ersten Salven. Die werden immer schwächer und die werde ich auch nicht mehr nachbauen, denke ich. Gut, also, Polen bleibt so, wie es ist. Und wir gehen weiter in die nächste Runde. So. Ah ja, das ist klar, das war kein Wunder. Da werden wir gleich den Hafen weiter blockieren, wenn das dann so ist. Und ich möchte schon gerne eine Flotte auch bauen jetzt demnächst. Fürs Mittelmeer. Die Briten, die werden es immer wieder versuchen, glaube ich, Ägypten einzunehmen. Vielleicht auch Anatolien, Palästina oder Rumelien sogar oder Griechenland. Das ist alles möglich. Die sind aggressiv.
Gerne mal. Und auch die Franzosen müssen natürlich von Verlockung abgehalten werden, obwohl wir insgesamt gute Beziehungen zu denen haben. Das muss aber nicht immer was heißen, das ist klar.